Willkommen bei Let's Play Hogwarts Legacy. Und wir haben hier noch eine Nebenquest, die wir beenden können. Ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht. Es waren nur noch 2 Glocken übrig, aber sie musste ja alles verderben. Ich kann dir nicht ganz folgen. Wer ruiniert alles? Und welche Glocken? Professor Black hat Mr. Moon befohlen, die Glocken im Glockenturm abzunehmen, weil sie ihm Kopfschmerzen bereiten. Sie gehören zu Hogwarts. Das wollte ich nicht zulassen. Also bat ich meine Freundin Adelaide, mir zu helfen, sie wieder anzubringen. Wir waren schon immer ein Duo. Adelaide und Evangeline. Eddie und Evie. Naja, alles lief prima, bis Black plötzlich Fragen stellte. Da war sie mit unserem Regelbruch nicht mehr einverstanden. Nun weiß ich nicht weiter. Ich weiß nicht, welche Glocke wohin gehört. Ist es wirklich so wichtig, die Glocken wieder aufzuhängen? Ob das so wichtig ist? Sie sind ein Teil der Schulgeschichte. Diese Glocken haben dem jungen Merlin gesagt, dass er zu spät zum Zaubern kommt. Oder Ignatia Wildsmith zum Essen gerufen. Wir dürfen Geschichte nicht verfälschen. Wir sind nur ihre Verwalter. Eine kuriose Anweisung, selbst für Black. Glocken wegen Kopfschmerzen abzuhängen. Stimmt, vielleicht haben sie sein stündliches Nickerchen unterbrochen. Er schläft ständig in seinem Büro. Aber ich habe auch gehört, das bleibt unter uns, ja? Natürlich. Ich habe von Alice gehört, die von Ollie gehört hat, der von Eugenia gehört hat, dass die Glocken ihn an seinen Hochzeitstag erinnern. Er bricht wohl zu jeder vollen Stunde in Schweiß aus, aber von mir weißt du nichts. Wenn es nur um 2 Glocken geht, ist es dann so schwer, sie richtig aufzuhängen? Das klingt vielleicht einfach, aber ich bin unmusikalisch. Mutter sagt immer, ich könne keinen Ton halten, selbst wenn er mir in die Arme hüpft wie ein Schokofrosch. Es bringt nichts, sie aufzuhängen, wenn sie nicht so klingen wie vorher. Um der historischen Genauigkeit willen. Vielleicht kann ich beim Aufhängen der Glocken helfen. Ja, das wäre wunderbar. Die Glocken sind im Glockenturm, direkt über dem Musikraum. Du bist eine größere Hilfe als Adelaide. Übrigens, lass gerne ein Like da. Und die Quest haben wir schon abgeschlossen. Mal, die Glocken sind im Glockenturm. Und deswegen können wir sie direkt auch abschließen. Die Glocken hängen wieder, Evangeline. Du machst der Schule alle Ehre. Ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Und dass der Schulleiter sie hört. Ich würde gern sein Gesicht sehen. Künftige Generationen wissen deine Tat vielleicht nicht zu schätzen, aber ich schon. Und ich hoffe, du auch. Du weißt ja nicht, wie viel das bedeutet. Mir und Hogwarts. So, Ende gut, alles gut, heißt die Quest. Und damit jetzt nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Hogwarts Legacy. In dieser Folge machen wir uns auf an die Südküste. Das ist unser Ziel in dieser Folge. Um uns dort mit Sebastian zu treffen und die Hauptquest weiterzumachen. So, aber jetzt auch mal wieder einen Blick noch hier in unser Handbuch werfen. Wir haben noch 32 Nebenaufträge und 5 Hauptaufträge, bevor wir das Spiel dann abschließen. Und ja, die Eulenpost wird uns auch noch ein bisschen erklären, was wir noch zu tun haben. Beziehungsweise ein paar Sachen haben wir ja auch schon erledigt. Aber da lohnt es sich auch immer mal reinzuschauen. Manchmal wird hierdurch auch eine Quest getriggert. Ich glaube auch vor dem Patch war das auf jeden Fall so, dass man hier auch manchmal reinschauen musste. Otto Dibble zum Beispiel, mit dem haben wir ja schon eigentlich besprochen. Ah, der hat einfach noch eine Nachbesprechung sozusagen geschickt. Poppy, die möchte sich ja noch mit uns treffen, um die Schnatzer zu finden. Treff mich im verbotenen Wald. Das werden wir auch demnächst machen. Und hier haben wir jetzt mit Sebastian eben die, ja, einmal das Tryptychon. Triff dich bitte mit mir an der Südküste, dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Und der Relikt, das Relikt ist der Schlüssel zur Endsrettung, ganz gewiss. Und wir treffen uns in Feldcroft. So, genau, hier ist die Hauptquest. Wir müssen uns auf die ZAGs vorbereiten, bevor wir dann auch die, ja, die letzte Hauptprüfung machen können. So, hier auf der Karte sehen wir es. Wir müssen in ein neues Gebiet. Und ich schau mal, ob wir hier irgendwo noch eine Schnellreise hin machen können. Hier ist dann die Südküste und da ist unser Ziel. Ich würde mal sagen, wir starten einfach
von hier oben und suchen uns dann den Weg, ja, zur Südküste. Gerüchten zufolge war ja die Karte wohl auch viel größer, musste dann aber aus Zeitgründen eingeschränkt werden. Auf der anderen Seite ist die Karte so gesehen schon auch groß genug. Also für meinen Geschmack ist das in Ordnung. So, jetzt ist die Frage, wie kommen wir hier durch? Wahrscheinlich müssen wir uns... das Einfachste wäre halt mit dem Besen einfach rüber zu fliegen. Aber ich komme nicht höher. Der Besen spinnt. Ist das... Was soll das? Wir kommen hier nicht weiter. Sind wir überhaupt hier richtig? Nicht, dass ich wieder irgendwo an der Felswand klebe. Hier... Schon eigentlich, ne? Da muss man irgendwie durch. Oder können wir hier einfach hier oben lang fliegen? Mal schauen. Rechts, unten links seht ihr auf der Karte, dass rechts einfach so eine rote Wand ist. So eine Beschränkung, da geht es dann nicht weiter. Vielleicht ist hier der Durchgang. Ne, da waren wir ja. Da waren wir, da geht's auch nicht lang. Hier war ja die Hauptquest vom letzten Mal, wo wir auch in der Mine waren. Nee. Und was ist das hier? Östlicher Sumpf am Südmeer. Da ist noch ein... Das muss... Ja, das ist unterirdisch. Verrückt. Hier ist der Sumpf. Tja, manchmal sind die Wege nicht ganz so offensichtlich, wie man sich das gerne erhofft. Hier ist eher noch eine Nebenquest. Da wollen wir jetzt aber nicht lang. Aber was sagt denn die Karte? Ich bin leicht verwirrt. Okay. Tja, wahrscheinlich müssen wir doch durch den Berg irgendwie durch. Nördlichster Punkt der Küste. Es sieht halt aus, als könnte man oben rüberlaufen. Durchs Banditenlager durch. Also falls ihr da auch an der Stelle so verwirrt seid wie ich, sagt's mir mal. Aber das hatte ich letztens auch schon. Wo ich dann nicht direkt zum Ziel gekommen bin, weil ich nicht wusste, wo es lang geht. Oh, was ist das? Das sind doch Kniesel. Protego! Hallo Kniesel! Sollen wir euch noch, einen Kniesel mitnehmen? Wenn wir schon gerade hier sind. Können wir uns noch einen Kniesel einsacken. Bombarda! Ups. Das wollte ich nicht, sorry. Aber komm in den Sack. Komm herein. In das Täschelein. Ruhig. Kniesel die und Kniesel da. Ich tu dir nichts. Lumos. Platzio. Okay. Nehmen wir einfach zwei Exemplare mit. Man muss ja die Gelegenheit am Shop packen. So. Oh, und da sind warten schon Kobolde und Trolle auf uns. Bam. Die quietschen immer so. Boah. Und das ist ein gepanzerter Troll. Oh, die haben diese Magie an sich. Das... tja. Deutet wohl darauf hin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen uns erstmal den Weg durchkämpfen. Durch den Turm. Ne, durch den. Unter dem Berg durch dann. Bombarda. Arresto Moment. Boah. Hat uns in Zeitlupe erwischt. So ein Imperio auf so einem Troll? Bam, bam, bam. Ja.
Können wir jetzt mal 5 Minuten draufhauen? Warum stirbst du nicht einfach? Ja, nochmal ein bisschen Crucio drauf. Oh. Das war gut reagiert und direkt mit dem Dings gekontert. Hm. Also das so ist, so muss. Au. Hä? Ich wollte das abbauen. Excuse you, Mr. Troll. Tja, mit Imperio würde er. Was macht er denn? Wo läuft er hin? Lazio, Accio. Komm, trink. Aber wenn er unter Imperio steht, dann ist er auch nicht so verwundbar. Imperio. Ja, guck mal, das macht nur 29 Schaden. Oh, da kommt noch ein zweiter Troll. What? Trollklatsche. Wir können jetzt ruhig mal gegeneinander kämpfen. Na, wenn's hilft. Hier, genau, der kämpft gegen den anderen Troll. Was? Der macht doch ordentlich Schaden dann. Bombard. Autsch. Geil. Troll-Bro. Der hilft uns jetzt. Soll nur richtig ausweichen. So. Ja. Bam. Okay, wir haben ihn gleich. Zusammen als Teamwork. So, ein Troll besiegt. Jetzt ist halt er noch übrig. Mein Zauberstab klemmt. Der hat halt immer noch so viel KP. Hm. Einfrieren. Einfach drauf, bis er umfällt. Boah. Das ist auch eine miese Attacke. So, jetzt aber. Komm. Du dummer Troll, du stirb! Andere Attacken vielleicht, die ein bisschen effektiver sind. Hm. Wäre vielleicht nicht so ganz verkehrt. Der, das bringt schon mal mehr. Ja, diese Flüche bringen halt nicht so viel bei denen. Aber mit dem Angriff, also blocken und dann kontern, das ist, glaube ich, das will man machen. Oh, jetzt haben wir ihn gleich. Ach, zum Glück, du. Das ist eine Riesenkeule einfach. Okay. Hier müssen wir entlang. Mal schauen, was uns hier noch erwartet. Da müssen wir jetzt durch. Ja, durch die Mine. Wahrscheinlich ist da eine Mine. Sieht er aus nach Bergbau und so. Sind wieder Kobolde. Aber die sind zum Glück nicht so schlimm wie der Riesentroll. Hallo? Hier ist niemand. Nein, nein. Einfach weitergehen, bitte. Ja, wir können die auch einfach links liegen lassen. One-Shot. Zack. Hm. Boah. Excuse you.
Ungerechter! Meine Güte. Die hört auch irgendwann das Mitleid bei mir auf. Bam! So. Dann. Ah, hier. Da ist der Eingang. Haben wir hier. Haben wir noch eine Truhe. Damit ist auch das Banditenlager hier abgeschlossen. Da ist eine Schnellreisestation. Das war das, was auch auf der Karte markiert war. Achso, das ist so ein Überhang durch den Berg. Ja. Bisschen Mondstein. Da ist keine Truhe mehr drin. Gut, aber da ist noch ein Kobold. Aber hier sind wir richtig. So, kurzen Prozess. So, ist er kaputt und wir können hier weitergehen. Ich hab dich neulich mit deinem Roll verloren. Du wirst. Descendo. Guten Tag. Ich möchte gerne durchgehen. Jetzt haben wir ja ihn, verwandelt. Oh. Weg mit ihm. Anders mies ist das. Dieser Zauber. Bei Accio und so ist auch witzig. Wenn wir besiegen können. Bam. Ich werde nicht ruhen. So. Jetzt kannst du ruhen. Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Wo sind wir denn hier eigentlich? Was ist das? Meine Tasche hat ein Loch. Kommt, Trinko. Ist da jemand? Arresto. Ja, E-Beams. Ja, mit dem müssen wir auch jetzt noch hier fertig werden. Muss halt den Weg erkämpfen. Bis wir dann irgendwo eine Schnellreise machen können. Okay, jetzt haben wir hier erst der Kobold. Unser Freund. Oder unser Diener. Mit dem unverzeihlichen Fluch. Ein Unverzeihlicher. So. Boah, guckt euch das an. Was wird das? Die haben irgendwas vor. Vielleicht bauen sie hier auch diesen Bohrer. Das sollte ich untersuchen. Einen Riesenbohrer. Rebellion. Hier haben wir Flohflammen. Bombarde. Ist hier auch noch irgendein Eingang? Was haben wir hier? Ein kurzer Abstecher. Ah ja, können wir ein bisschen noch was finden. Bombarde. Interessant auf jeden Fall. Ich glaube, das war es auch schon. Dann ist nämlich das Symbol auf der Karte verschwunden. Ich sage ja immer, Reisen erweitern. Ja. Super. Super Horizonterweiterung. Was machen wir hier? Ups. Okay. Noch mehr Kobolde. Und? Incendio. Dieser Incendio ist halt leider nur ganz bedingt nützlich. Was haben wir hier noch? Oh. Auf der Karte ist hier noch so ein großes Totenkopf-Symbol. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt hier noch mehr riesige Endgegner bekommen. Aber wer weiß das schon. Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Na, guck, guten Tag.
Oder also mächtige Gegner sind dann markiert. Autsch! Was wollte ich denn? Ich muss noch kurz die. Ich wusste doch, dass du. Also für die Schilder durchbrechen, genau. Bisschen one-shotten. Okay. Und ein bisschen, aua, unverzeihliche Flüche noch. Oder halt die Schilde durchbrechen. Komisch. Du wärst Dipendo. Dipendo. Ich werde nicht mehr. Das zielt aber auch jetzt nicht auf ihn drauf. Jetzt kommen wir mal das Schild. Ja. Oh. Okay. Oh, besiege berüchtigte Gegner. Okay. Ich habe ihn gerade in ein Fass verwandelt. Und dann auf den Gegner geworfen. Dann ist er explodiert. Was haben wir hier noch? Geht's hier vielleicht sogar weiter, oder? Das ist der Weg. Oh. Sieht schon mal nicht verkehrt aus. Aber vielleicht gibt es ja auch nur. Ah, nur Loot. Aber gut, nehmen wir mit. So, wir sind schon 200 Meter näher am Ziel. So, von der Gesamtsituation her. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Also Sebastian hätte uns einfach mitnehmen können, oder? Wenn er sich da schon treffen will. Naja. Oh, das sieht gut aus. Licht. Hier kommen wir raus. Das sieht gut aus. Tageslicht und ein Flammendings für die Schnellreise. Oh, nördliche Popolzierküste. Oh. Okay, richtig frisch. Spürt ihr das? Und dann können wir wahrscheinlich hier auch mit dem Besen dann weiterfliegen. Wir schauen uns dann noch ein bisschen um. Ja, ich habe ja, ich spiele noch die Version ohne den Patch, wo sie nicht so viel spricht. Falls ihr euch wundert. So. Da ist die. Die Küste. Die Handbuchseite, meine ich. Und wir haben Level 30 erreicht, offiziell. Jetzt können wir hier uns auf den Weg zu Sebastian machen, aber wir erkunden auch noch ein bisschen aus der Luft. Hier können wir noch die Ballons zerplatzen. Das ist ja auch. Boah, Mann. Das ist auch so eine Kunst von mir, immer direkt so an den Sachen vorbeizuschrammen. Also wenn man 5 zum Platzen bringt, dann hat man eine Aufgabe erledigt. Und ja. Kann man jetzt hier tauchen? Ja, hier kann man noch sogar untertauchen. Blub, 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 blub. Was kriegen wir hier noch? Okay. Und wieder auf den Besen rauf. So. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Wenn wir schon hier sind. Hier ist so ein Walskelett. Das sieht man immer auf dem Ladebildschirm. Das sieht aus, als wäre das hier aufgenommen. Genau, irgend so ein Skelett, was aus dem Wasser ragt. Ja, das sieht doch so aus wie das. Hier auf dem Ladebildschirm. Ich schneide hier immer weg. Deswegen habt ihr es vielleicht noch nicht gesehen in meinem Let's Play. Oh, da ist ein Hippogreif. Hallo. Na? Hat der hier ein Nest? Sieht nicht so aus. Oder doch? Hier haben wir noch Tierwesen. Ich habe neulich ein Niffler-Junges für ein kleines Vermögen. Und Wilderer hat es hier auch noch. Die müssen wir natürlich hier beseitigen. Bam! Erwischt. Boah!
Das ist halt auch ein richtig krasser Angriff. What? Sowas würde ich auch gern können. Aber ich glaube, das können wir selber nicht lernen, so ein Feuerwirbel. Avada Kedavra brauchen wir auch noch. Das lernen wir allerdings erst in ein paar weiteren Folgen. Ja. Bing. Tja, Wilderer, den müssen wir den gar ausmachen. Oh, jetzt. Oh, schon wieder dieser Feuerwirbel. Wo ist der denn, der das macht? Da hinten. Tja. Aber der kämpft auf unserer Seite. Greift sie an. Allerdings müssen wir den jetzt auch noch besiegen, damit wir hier alles gemeistert haben. Der ist halt richtig zäh. Ah, jetzt ist er in Menschengestalt wieder. Schon mal gut. Da haben die auch nicht ganz so viel KP. Hat sich einfach wegteleportiert. Und jetzt wird um. Und wieder mit voller Energie. Excuse you. Das ist ja auch richtig gemein. Finde ich nicht gut. Das sollte mein Feuerwirbel sein, aber den können wir ja nicht lernen. Bam. So. Jetzt weg damit. Leicht nervig. Aber nur leicht. Rebellion. So, was haben wir hier noch? Irgendeine Truhe müssten wir noch finden, um das Lager als abgeschlossen markieren zu können. Oh. Und hier hat es noch Rätsel. Da brauchen wir aber alle Humora auf Stufe 3. Müssen wir noch ein bisschen mehr machen, um das abschließen zu können. Aber hier, jetzt können wir die Truhe einsammeln. Damit ist das Lager wenigstens abgeschlossen. Und jetzt begeben wir uns mal noch Richtung Sebastian. Oder machen noch die. Machen wir die Ballons noch. Was fliegt denn hier? Rebellion. Oh, da oben ist dann noch. Da sind noch Ballons. Ich habe gehört, es gibt Gerüchte, dass auch irgendwo ein Drache rumfliegt. So, okay. Oh, was ist das? Haha, Quidditch. Vielleicht gibt's einfach hier, findet dann einfach ein Quidditch-Spiel statt. Ist aber ein ganz kleines Feldchen. Ein Spielfeld. Sieht interessant aus. Es wird langsam dunkel. Jetzt erkennt man auch nicht mehr so viel hier. Ist dann eher dunkel und nebelig. Aber Sebastian wartet trotz allem auf uns. Und zwar in 500 Metern Entfernung. Um die letzte Seite, oder für das Gemälde, ne, vom Triptychon. Das heißt, da kriegen wir dann auch noch eine neue Sequenz. Wahrscheinlich. Und noch ein paar weitere Antworten. Um dem Geheimnis mit der Schmerzmagie, könnte man fast sagen. Um da dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Denn das, was die Kobolde einsetzen, ist halt irgendwie, wird dem Menschen entfernt, rausgezogen, wenn sie Schmerzen haben. Und das wird dann gesammelt und dann können sie das irgendwie einsetzen. Also ganz, eine ganz sehr exotische Form der Magie, würde ich es mal nennen. Und natürlich auch gefährlich. So, wir nähern uns dem Ziel. Ihr dürft gerne ein Like da lassen. Und natürlich auch einen Kommentar. So, wir sind auf einer Landeplattform gelandet.
und nähern uns aber, wie gesagt, auch Sebastian. Der ist jetzt da unten. Ah, okay. Da warten wir auf ihn. Und dann sagen wir ihm... Wirklich äußerst unangenehm hier. Ja, das stimmt. Das ist sehr unangenehm. Aber was es jetzt genau damit auf sich hat, das erfahren wir dann in der nächsten Folge, wenn wir mit ihm ausgiebig das Abenteuer genießen. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Fabian.